Der fünfte Tag für den VfL in San Pedro schwitzen. Unter spanischer Sonne. 3 Trainingseinheiten pro Tag. Es werden Grundlagen geschaffen für die kommenden 15 Pflichtspiele in dieser Saison. Und wenn man sich die 6 hier anschaut, dann sieht es ja fast schon so aus wie eine Klassenfahrt. Die Teenager im Team, allesamt unter 20, Jugend forscht am Mittelmeer. Ja, ich bin Daniel Heber, bin 19 Jahre alt, spiele zurzeit noch bei der U23. Aber ich freue mich natürlich sehr, dass ich jetzt im Trainingslager der Profis dabei sein kann. Und ja, freut mich natürlich, ist natürlich eine große Ehre für mich. Daniel Heber gehört in seinem ersten Seniorenjahr direkt zum Stammpersonal in der Bochumer U23 und beackert dort im Team von Darius Wosch die rechte Abwehrseite. Beim Testspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim durfte sich der gebürtige Neusser mit ghanaischen Wurzeln eine Halbzeit lang bei den Profis präsentieren und machte seine Sache ordentlich. Und wenn am Dienstag Champions League-Finalist Borussia Dortmund in der Pinatar Arena gastiert, wird wohl eine weitere Halbzeit dazukommen. Ein Highlight in der noch jungen Karriere von Daniel Heber. Ja, es freut mich natürlich auch, gegen solche Teams zu spielen und mal sehen, wie es läuft. Hoffen natürlich, dass wir alle ein gutes Spiel machen und dass das Resultat auch dementsprechend ausfällt. Ja, mal gucken, es ist am Dienstag. Da freuen wir uns natürlich alle sehr, gegen Dortmund zu spielen, gegen die Stars, die alle in Dortmund spielen beim BVB. Ja, und das ist natürlich eine große Sache für uns, gerade für uns jungen Spieler. Heber schnuppert also nochmal Profiluft und zwar auf ganz hohem Niveau. Am Dienstag erfolgt der Anpfiff gegen den amtierenden Champions League-Vize um 16 Uhr nochmal. Die Gelegenheit also, auf sich aufmerksam zu machen. Und dann bleibt ja nur noch eine Frage: Wie geht es weiter bei Daniel Heber? Ja, man ist jetzt in Verhandlungen und das klärt sich natürlich hoffentlich jetzt bald. Und ich hoffe natürlich, dass ich beim VfL bleibe und dass hier meine Zukunft weitergeht.